Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Ja, und wir sind mittlerweile durch. Wir sind mittlerweile durch mit all den Sammelobjekten, die wir hier sammeln können im gesamten Spiel in ganz Yara. Ich hab's geschafft. Ich hab mir da unten San Pedro den gruseligen Überdrüber-Jaguar geholt. Man musste nachts ein bisschen warten, dann war ich nachts dort. Es kam keiner, bin ein bisschen aus der Region rausgefahren, wieder zurückgefahren und dann stand er da. Ein Riesentier, aber auch den konnten wir natürlich erledigen. Und wir sind jetzt in jener Region, ich zoome nochmal ganz kurz raus, um das ganz kurz abzuchecken. Wir sind hier in Sierra Perdida und natürlich in der gesamten Region auf 100% in El Este. Wir haben auch da oben in dieser Region überall die 100%. Wir haben in Esperanza die 100% natürlich, wir haben hier unten die 100% in Madrugada, auf dieser Insel natürlich und genauso wie auf unserer Startinsel der Isla Santuario überall die 100%. Und da können wir, glaube ich, ziemlich stolz sein darauf, dass wir jetzt tatsächlich nach über 230 Folgen sagen können, wir haben alles gesehen, was das Hauptspiel zu bieten hat. Es kommt natürlich noch was, wir haben die Lola-Mission, wobei die natürlich auch noch zum Hauptspiel dazugehören. Also wir haben die Lola-Mission, wir haben natürlich auch noch die DLCs, also Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry 5, die wir noch besuchen wollen. Also es kommt noch ein bisschen was auf uns zu, aber jetzt nehmt euch das mal vor Augen. 230 Folgen oder 235 Folgen zu je um den Dreh 40 Minuten sind so Pi mal Daumen gerechnet 150 Stunden, die wir alleine im Hauptspiel hier bisher verbracht haben. Es kommen jetzt wie gesagt noch die Lola-Mission dazu, da werden noch ein paar Stunden draufgesetzt und dann haben wir noch die DLCs, also es ist schon ordentlich was passiert hier. Das Spiel, das fesselt einen. Ich weiß, viele da draußen, vielleicht auch manche, die hier zuschauen, sagen, ah, Far Cry immer wieder das Gleiche, die Far Cry-Teile, die früher mal rausgekommen sind, die waren die besten, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, mir hat es Spaß gemacht. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, hier die einzelnen Regionen zu erkunden. Die Map war riesig, das muss man sagen. Also man braucht wirklich lange von A nach B. Jetzt stell dir mal vor, du willst von hier, vom Punkt hier unten irgendwo, vom, ich sag mal, vom Nie ohne Seife, vom südlichsten Punkt von Isla Santuario nach da oben reisen. Das dauert schon mal ein paar Minütchen. Also so schnell kommt man da definitiv nicht von A nach B. Also die Map ist definitiv riesig und es gab viel zu entdecken. Viele Städte, viele Missionen, viele Nebenmissionen, viele Leute zum Rekrutieren und so weiter und so fort. Und jetzt kann man sagen, wir haben alles erledigt, was wir hier im Hauptspiel finden können. Wir haben alles gesammelt, wir haben alle Basen eingenommen. Wir haben natürlich aber nicht nur die Basen eingenommen, sondern auch die Kontrollpunkte eingenommen. Wir haben die Hinterhalte erledigt, die Abfangmissionen, die Flugabwehranlagen ausgeschaltet, sogar manche doppelt und dreifach. Wir haben die iranischen Geschichten gespielt, die Schatzsuchen gestartet, die Gran Premio-Rennen sind wir gefahren. Wir haben die Schmuggelgutkisten gefunden, die FND-Depots, die Libertad-Kisten und natürlich dann schlussendlich auch die Kryptokarma-Kisten, genauso wie die Tabellen. Die Hähne haben wir alle gefunden, alle verborgenen Geschichten, alle 143, alle Götzenbilder und alle Schmuckschatullen. Wir sind quasi mit dem Hauptspiel nahezu fertig und das Einzige, das uns jetzt noch fehlt, sind die Lola-Missionen. Die warten da hinten auf uns und da starten wir jetzt rein ab dieser Folge. Ich habe mal gedacht, wir gucken uns jetzt mal kurz unsere Alien-Rüstung an. Wir sehen das zwar immer wieder, wenn wir ins Inventar gehen, in unserem Arsenal, aber das sieht schon geil aus, oder? Der Anzug hier, der hat schon was. Also wenn die Soldaten uns nicht kennen und plötzlich kommt so einer vor dich hin, dann glaube ich schon, dass man ein bisschen Schiss bekommt. Mir gefällt dein Stil, Gary. Na, mir auch, meine Liebe. So, was hast du auf Lager? Normalerweise würde ich keinen Roadtrip zum Schlund der Hölle vorschlagen, aber in diesem Fall droht der Höllenschlund Yara zu verschlingen. So, es gibt hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Nebeneinsätze oder Sondereinsätze. In Mesosuico waren wir schon. Empfohlener Rang 3+. Das haben wir ja schon Ewigkeiten erledigt. Stiehl das PG-240X aus dem Besucherzentrum in Parque Mesosuico. Das haben wir schon mal erledigt. Das brauchen wir jetzt nicht mehr nochmal tun. Aber wir haben hier noch 4 andere Missionen. Und dann fangen wir an, würde ich sagen, hier bei Maceo. Alles ist für den empfohlenen Rang auf Nummer 3, außer die Puerta del Elden. Das hier ist auf Rang 14. Also da sollten wir uns schon mal ein bisschen auf was gefasst machen. Ich würde ganz gerne vorhin noch mal kurz in den Schwarzmarkt gucken. Was gibt's denn da Schönes? Okay, wir haben nicht genügend Moneda. Wir haben nur 300. Wir können uns da unten irgendwas kaufen. Rabid Chibi. Industrielle Platine, industrieller Werkstoff. Boom Boom Chibi. Also irgendwas fürs Auto. Boom Boom, der ist ja aus Far Cry 5, glaube ich, gewesen. Der Rabbit? Weiß ich nicht.
Das sieht cool aus. Danis Komet kommt nur alle 10.000 Jahre vorbei, kostet aber 600. Na, Halleluja. Okay, ich würde sagen, wir starten normalerweise würde ich keinen Roadtrip zum Schlund der Hölle vorschlagen. Ja, aber in diesem Fall droht der Höllenschlund Yara zu verschlingen. Und das sollten wir verhindern. Wir gehen nach Maceo. Der nächste Sondereinsatz nach langer, langer Zeit. Stehlen das PG-240X vom Luftstützpunkt bei Maceo. Das Militär versteckt PG-240X auf einem Luftstützpunkt bei Maceo. Die Stadt wurde von einer Schlammlawine und einem Giftunfall verwüstet. Finde die Waffe, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern an diesen paar hier. Das waren nicht unbedingt kleine Karten, also dort musste man sich schon ein bisschen zurechtfinden und man kann auch keine Karte öffnen, indem man einfach M drückt und sagt, okay, ich schau mal, wo ich bin. Man muss sich dort zurechtfinden, indem man einfach da ist und guckt, wo man hin muss. Es gibt dort keine Karte, also wir sind dort ein bisschen auf uns selbst gestellt, aber das sollten wir hinbekommen. Vor allem bei Rang 3 sollte das ja kein großes Problem darstellen. Wir gucken mal. Das hier sind wir, Standards. Eine befriedigende Erfahrung für Koop und Einzelspieler. Flüchtigkeit von PG-240X niedrig, Soldatenpräsenz niedrig. Was hätten wir denn da beispielsweise? Auch Standard. Schwierigkeitsgrad ändern. Okay, wir sind bei Standard. Da hätten wir hier die Meisterstufe 1 mittlerweile freigeschalten. Meisterstufe 2 und Meisterstufe 3 wird es auch noch geben. Sehr hoch, 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 hoch. Leben niedrig, ui. Also das heißt, wir könnten diese Mission hier oder diesen Sondereinsatz viermal starten. Angefangen mit der Standardschwierigkeit, wo es noch nicht so wirklich hart zugange gehen wird. Soldatenpräsenz niedrig. Dann geht es mit der Meisterstufe 1 weiter. Da ist die Soldatenpräsenz schon ein bisschen höher mit dem empfohlenen Rang 7. Dann geht es mit Meisterstufe 2 weiter. Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Erfahrung und Meisterstufe 3 ist die anspruchsvollste Erfahrung. Natürlich würde ich, wenn ich ehrlich bin, gleich mal hier Meisterstufe 3 wählen, aber ich glaube, die Auswahlmöglichkeit haben wir hier drüben nicht. Ne, wir können nur mit Standard rein starten, empfohlener Rang 3. Na gut, dann machen wir das. Wir holen uns das. Es geht nach Maceo, liebe Freunde. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Verdient Moneda, wenn ihr zusammenspielt. Wir könnten einen Partner hinzufügen, aber ich glaube, das können wir auch alleine lösen. 150 bekommen wir, 3 Bandidos-Rekruten und eine Dekontaminationsmaske bekommen wir auch noch. Das nehmen wir mal mit. Wir starten mal im Einzelspieler und gucken uns an, was dort auf uns zukommen wird. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich kann mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das damals war. Ich glaube, wir haben uns lange zurechtfinden müssen. Und irgendwann mal haben wir dieses PG-240 gefunden und dann mussten wir das abkühlen oder so. Kann das sein? Du vertickst Zeug aus dem Taxi raus. Clever. Ja, und von den Gästen höre ich das Neueste. Deswegen weiß ich, dass dieses Zeug auf dem Markt ist. Das Militär von Castillo entwickelte eine chemische Waffe namens PG-240X. Das werden sie nutzen, um eure Revolution zu zerschlagen, um es danach an den Höchstbietenden zu verticken. Das darf nicht passieren. Ich muss sie aufhalten. Wenn du das tun willst, musst du sie stehlen. Aber die Waffe ist sehr instabil. Und das Militär hält sie in Kühlgeräten weggeschlossen. Suche nach den verantwortlichen Wichsern. Die haben die Schlüssel. Genau wie sonst. Oh, fast hätte ich's vergessen. Wenn die Probe zu heiß wird, dann wird man dich mit einer Schaufel vom Boden kratzen müssen. Also, einmal aus dem Kühlgerät raus, darf sie auf keinen Fall überhitzen. Bleib im Schatten und nutze Wasser. Ach, echt schön, dass du das nicht vergessen hast. Ha! Sobald du sie hast, fahre ich dich sofort hier weg. Aber glaub nicht, dass sie dich einfach so mit ihrer Geheimwaffe da rausspazieren lassen. Keine Sorge. Legen wir los, Lola. Okay, also diese Anfangsdinger sind immer wieder die gleichen. Eine Schlammlawine hat die Stadt erwischt. Gleich danach wurden die Einwohner krank. Was hat die Waffe damit zu tun? Die Flugzeuge des Kommandanten sprühen Gift auf die Felder. Der Wichser testet die Auswirkungen gern an Zivilisten. Ein Zug mit Waffe und Gift an Bord ist durch die Schlammlawine entgleist. Es hat sich überall verteilt. Soldaten haben die Kranken abgeholt und alle anderen evakuiert. Ich schätze, die Waffe ist auf dem Luftstützpunkt von dem Wichser. Wahrscheinlich. Triff mich an der Evakuierungszone. Suerte, Danny. Na, ich bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt, ich bin ja gespannt. Wir sind im Evakuierungsbereich. Haben wir eine Karte? Wir haben keine Karte. Das hier ist die gesamte Karte. Hier irgendwo sind wir. Vielleicht da unten? Da könnten wir sein und da oben müssen wir hin. Na, Glückwunsch. Zona de Devastación. Okay, da hinten sollten wir vielleicht nicht unbedingt vorbeischauen, aber es hier viele Städte und so weiter und so fort gibt. Der Luftstützpunkt ist nordwestlich des Evakuierungsbereichs. Mhm, das Militär versteckt PG-240X auf einem Luftstützpunkt bei Maceo. Die Stadt wurde von einer Schlammlawine nach einem Giftwurm verwüstet. Finden wir Waffen. Okay, das heißt ja eher dasselbe, was wir gerade gelesen haben. Was können wir hier tun? Uns wahrscheinlich neu ausrüsten, vermute ich. Geheimtipp.
Lola macht sich nie ohne zusätzliche Munition auf den Weg. Aber ich brauche keine Munition, glaube ich, weil ich kann das Ding gar nicht öffnen. Okay, tschüss. Danke, ciao. Wo geht's denn dahin? Keine Ahnung, anscheinend nirgendwo. Na, gucken wir mal. Ich würde mich natürlich auch hier wieder gerne überall umschauen. Das ist ja klar. Bleibt die hier eigentlich? Ich glaube nicht. Bei laufendem Motor kann ich hier wenigstens den Motor abdrehen. Ja, die Verwüstung sieht man schon mal. Ich steck mal die Waffe weg. Ja, genau an diesen Plänen müssen wir uns nämlich immer wieder orientieren. Da sind wir gerade. Man sieht die Gebäude. Eins ist hier, das andere da drüben. Und ganz da nach hinten müssen wir. Zona de Devastación. Dort ist alles schon kaputt. Da haben wir eine Base Militar. Das ist das Gelbe da hinten. Punto de Control. Kontrollposten direkt am Eingang. Und hier beim Ausgang der Stadt. Und Estas aquí, da sind wir. Interessant. Also es gibt natürlich auch hier wieder viel, viel, viel zu entdecken. Eine Kirche. Na, gucken wir mal. Wir gucken uns natürlich überall um, um vielleicht noch ein bisschen Moneda oder sowas einstecken zu können. Mal schauen, was wir da finden. Ja, dann fahr doch. Ich warte nicht auf dich. Ach, das ist das Bahngleis hier. Also, falls Lola mit dem Taxi nicht kommt, müssen wir mit dem Zug nach Hause fahren. Du kannst ruhig schon fahren. Ich brauche nichts mehr von dir. Dankeschön. Weiß nicht, warum die da jetzt wartet auf mich. Macht mir ein bisschen Sorgen. So, na gucken wir uns mal ein bisschen um, was wir hier so rausfinden können. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere zum Lesen. Ich vermute mal schon. Wir hätten eine Werkbank. Aber ich glaube, da können wir uns nicht irgendwie was herstellen oder sowas. Wir bräuchten theoretisch auch gar nichts. Die bleibt tatsächlich da hinten. Gut, ich vermute mal, sie wird sich dann irgendwann mal verziehen. Wenn wir irgendwann mal weggegangen sind. So, da hinten sollten wir vielleicht nicht unbedingt hin, vermute ich. Oder doch? Warte mal, ich gehe mal lang. Ich vermute mal, aber dann wird das Spiel sagen, hier sollst du nicht hin. Lola, das Militär hat die Stadt komplett abgeriegelt. Keiner kommt rein oder raus. Diesen Hijos de Puta geht echt einer dabei ab, die Bewohner zu kontrollieren. Mich kontrolliert niemand. Ich werde erstmal das Flugfeld suchen. Okay. Suerte, Danny. Na, so viel dazu. Ich glaube, wir müssen hier sogar lang. Das ist dann wohl die Straße, die aus der Stadt rausführt. Das heißt, wir müssen erstmal in die Stadt reinkommen. Gut, wir waren ja gerade drin. Weil ich würde mich natürlich gerne mal dort umschauen. Okay, okay, okay. Das ist natürlich ein bisschen umständlicher, hier jetzt rauszufinden, wo wir sind und wo wir hin müssen. Weil wir eben nicht einfach sagen können, wir öffnen die Karte und sehen, oh, da sind wir. Das ist dann vermutlich diese Straße hier oder diese Straße hier. Oder diese Straße hier. Guck mal, nee, die fährt doch raus. Die Bahngleise führen hier entlang. Und direkt daneben die Straße. Hä? Gibt es hier mehrere Ausgänge? Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung. Mal gucken, wo wir dorthin kommen. Der Luftstützpunkt ist nordwestlich des Evakuierungsbereichs. Du verlässt das Einsatzgebiet. Okay, da unten ist gar nichts. Ich wollte gerade sagen, wir laufen nämlich gerade Richtung Süden. Und das ist genau die andere Richtung. Das heißt, hier oben müssen wir uns irgendwie mal zurechtfinden. Wir gucken mal in der Stadt uns ein bisschen um. Wir gehen Stadt für Stadt ab und schauen dann, dass wir eben ein bisschen weiterkommen. Na, schauen wir mal. Und da hinten ist der Kontrollpunkt vermutlich. Dort werden wir dann die ersten Feinde finden. Den Kühen geht's noch erstaunlich gut. Hallo! Ja, man hört die Kinder schreien, man hört die Leute kotzen. Also der Bevölkerung geht's hier definitiv alles andere als gut. Aber gut, wo ging's denen schon gut hier? Den einzigen, denen es wirklich gut geht, sind entweder Angehörige des Militärs, und zwar sehr hohe Angehörige des Militärs. Und natürlich die, die in der Politik sitzen. Hier in diesem System, denen geht's gut, aber der normalen Bevölkerung, denen geht's natürlich überhaupt nicht gut. Und vor allem denen nicht, die sagen, sie stehen nicht unbedingt 100% hinter Castillo, die werden nämlich gleich mal versklavt. Wir haben es ja gesehen in den letzten 200 Folgen im Hauptspiel. Ah, lecker, Immerhin ein bisschen was angepflanzt wird hier. Kommen wir da nach oben eigentlich? Es gibt hier erstaunlich viele Wege, um nach oben zu kommen. Wir probieren es mal. Eieieiei, das arme Kindchen. Ein Mörser hätten wir hier. Und da hätten wir ein bisschen Munition. Weil wir da, glaube ich, eh nichts mehr brauchen. Hilfsmittel auffüllen, wir haben ja alles. Und noch mehr Munition. Ja, und da haben wir unseren Kontrollpunkt. Genau da ist er nämlich. Die Bevölkerung regt sich auf. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Leute. 6 sogar.
und zwei Soldaten. Und da hinten geht's weiter. Ganz da hinten ist wohl das Flugfeld. Dort wollen wir hin. Und müssen dann eben wieder bis hierher zurückkommen. Was können wir denn da machen? Wasser benutzen? Aha, um uns kurz mal abzuwaschen, um uns kurz mal zu duschen, falls wir doch irgendwie zu viel von dem verseuchten Zeug hier aufnehmen sollten. Und wahrscheinlich auch, um das PG-240 zu kühlen, sollten wir schlussendlich hierher kommen. So, ich hoffe, wir haben den Fallschirm. Wir haben es. Sehr gut. So, man sieht auf der Karte schon ganz gut, überall gibt es hier diese Wasserstationen. Das heißt, man kann dort das PG-240 kühlen. Was ist das da? Ein FND-Evakuierungsbescheid. Bis auf Weiteres ist es den Einwohnern verboten, die markierten Bereiche zu betreten. Zur eigenen Sicherheit darf der Bereich um das Stadtzentrum nicht betreten werden. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass sich eine weitere Schlammlawine löst. Na, gucken wir mal. Gucken wir uns mal das nächste Gebäude an. Ich glaube, hier Wohnungen oder sowas können wir wohl nicht sehen. Wir hören nur das Kind hier schreien. Und irgendwie kümmert sich keiner drum, komischerweise. Achtung, Einwohner von Maceo. Melden Sie sich beim Auch hier kommen wir natürlich nicht rauf. Aber wir können mal hier aufs Dach schauen. Mal schauen, ob wir dort was finden können. Und auch hier anscheinend irgendwo, vermutlich auch wieder am Dach, die Möglichkeit, mit dem Wasser rumzuspielen. Da haben wir es auch schon. Ein kleiner Wasserspender. Ha. Ich nehme das Ding halt immer alles mit. Ob wir das brauchen oder nicht, ist ja wurscht. Wobei, eins können wir mal liegen lassen, falls später doch mal brenzlig werden sollte, die Situation. So, da gibt's sonst aber nichts mehr. Na, gucken wir mal, es sieht ja hier gar nicht mal so scheiße aus. Also natürlich ein bisschen heruntergekommen, das alles. Was haben wir hier? Zeitungen, irgendwelche Planen? Wahrscheinlich so eine behelfsmäßige Krankenstation hier eingerichtet. Man sieht's hier, aber viele Ärzte sehe ich da nicht unbedingt. Ein paar Tabletten, der lebt wohl auch nicht mehr. Ein Rollstuhl hier, aber das war's dann. Es ist sehr bedürftig ausgestattet, das Ganze. Hier ein paar Tabletten haben wir hier, ein bisschen Desinfektionsmittel vermute ich mal, und das war's dann im Großen und Ganzen. Also definitiv hier nicht so eine hochgepushte Bio-Wiedereinrichtung, aber nur wenn die Experimente durchführen, wenn die Tests durchführen an der Bevölkerung, da bauen sie dann auf ihr ganzes Arsenal. Aber wenn es darum geht, den Leuten zu helfen, da muss halt nur das Notwendigste hierher kommen. Interessant. Was haben wir denn da? Unordentliche Notiz auf Karton. Na, wie auch immer. Was auch immer geschieht, steigt nicht auf die Trucks für besondere medizinische Behandlung. Sie bringen die Leute nicht ins Krankenhaus. Die Trucks fahren zurück in die Stadt. Ich habe gesehen, wie ein paar Soldaten Leute zur Tankstelle brachten. Die sind nie wieder zurückgekehrt. Und wahrscheinlich diejenigen, die tatsächlich irgendeine Krankheit haben, die vielleicht eine Behandlung brauchen, die werden dann irgendwo ausgesetzt oder erschossen. Möglich ist alles hier. Ah, da gibt's sogar einiges zu holen. Guck mal. Da kann man sich ein bisschen Essen schnappen. Was gibt's denn hier? Frijoles, was auch immer das ist. Chips de Platano. Also ich vermute, Bohnen und Chips gibt's hier. Und was ist das? Kritzelige Anfrage. Julia, die Soldaten haben die Taschen der Toten durchwühlt und die Überlebenden durchsucht. Sie haben Gebäude im Dorf geplündert und sogar die Heiligenbilder aus der Kirche gestohlen. Ich weiß, dass die FND alles Monster sind, aber selbst die haben Befehle. Ich wette, einer der Soldaten hat sich bereichert, statt nach Überlebenden und Verwundeten zu suchen. Ein paar von ihnen sind mit etwas Schwererem in Richtung Wasserturm gezogen. Vielleicht war da ja die Halskette deiner Mutter dabei. Ich werde sie dir zurückholen. Wenn ich nicht zurückkomme, schickt die Guerilla hinter mir her. Irgendwer muss sie für diese Ungerechtigkeit zur Rechenschaft ziehen. Sie sind Richtung Wasserturm gezogen. Ist das jetzt eine neue Mission, die wir hier bekommen haben? Urgencias, Medical Urgencies. Was ist das? Okay, können wir gar nicht lesen. Und wie geht's euch Leuten hier? Der verteilt hier anscheinend die letzten Mittel. Auch der hier mit einem Klemmbrett, der bettelt hier für Essen. Leider keinen Ton haben wir hier gerade. Und wir sind jetzt mitten in der Stadt angekommen. Und da führt uns der Weg entlang. Da hätten wir hier eine kleine Siedlung, da eine größere Stadt. Da hinten die Kirche, die wir uns, glaube ich, als erstes mal anschauen werden. Also theoretisch könnten wir einfach den Bahngleisen folgen. Und alles mündet dann da hinten in der Militärbasis natürlich.
wo wir dann eben auch die meisten Feinde finden werden. So, da drüben waren wir schon, das haben wir schon gesehen. Aber wie gesagt, wir gucken uns natürlich hier mal ein bisschen um, schauen mal, wie die Leute hier gelebt haben, schauen mal, was wir hier finden können, ein paar Textdokumente und so weiter und so fort. Und dann gehen wir weiter. Wir nehmen uns natürlich auch hier wieder ein bisschen Zeit, um das alles mal zu erkunden. Und man sieht es hier, anscheinend die nicht mehr in den Häusern leben können, die wurden hier auf offener Straße einfach mit ein paar Matratzen hausiert und müssen da jetzt schlafen. Da hinten liegt die Gepäck rum. Und diejenigen, die eine Behandlung brauchen oder die sich möglicherweise beschweren, die werden einfach vom Militär irgendwo anders hingebracht. So, gucken wir mal, ob wir hier noch was finden. Wobei wir hier ja eigentlich eh schon waren. Da sind wir ja angekommen. Lola mittlerweile weggefahren, Gott sei Dank. Rollstühle haben wir hier ohne Ende, die natürlich alle nicht benutzt werden. Warum auch? So, und wie sieht es da drüben aus? Haben wir da noch was Spannendes? Wir rennen darum, eine Zivilistin. Und hier ein Eingang in die Militärzone. Wundert mich ja, dass hier noch keine Soldaten sind, die da irgendwie aufpassen, dass die alle nur dort vorne rumhängen. Aber gut, die zwei musst du halt irgendwo aufeinander stellen, weil ganz ehrlich, wenn du die auseinandernimmst, hier auseinanderteilst, dann sind die ja tot. Die werden ja ermordet von der Bevölkerung. Notfallmaßnahmen in Maceo. Achtung an das medizinische Personal, Gesundheitsamt von Yara. Auf Anordnung von Kapitän Gallegos müssen alle, die Symptome einer Kontamination mit PG-240 zeigen, von der Bevölkerung isoliert und zur Tankstelle gebracht werden. Wenn irgendjemand nach dem Status eines Patienten fragt, kann mitgeteilt werden, dass die Schlammlawine einem Ausbruch von Leptospirose nach sich gezogen hat. Das ist ein glaubwürdiger Grund für die Isolierung der Opfer. Alle identifizierten Opfer sollten in der grünen Ladezone untergebracht werden, bis sie zur Tankstelle überführt werden können. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir diesen Unfall eindämmen und glaubwürdig dementieren können. Das heißt also, all diejenigen, die mit PG-240 kontaminiert sind, werden erstmal aus der Stadt gebracht und dann wahrscheinlich aus der Welt geschafft. Interessant, und das sind diejenigen, die hier schon ums Leben gekommen sind. Das sind auch nicht gerade wenige. Wenn wir uns mal vorstellen, das ist eine Stadt von ganz schön vielen hier, eine sehr kleine Stadt. Und wir haben alleine hier schon 6 Leichen. Wobei natürlich noch ein paar in den Lawinen verschüttet sein könnten. Und der trauert hier seinen Angehörigen nach. Krass, 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 krass. So, schauen wir uns mal ganz kurz hier drüben noch mal ein bisschen um. Und dann gehen wir noch auf dieses Haus nach oben. Und dann sind wir, glaube ich, eh schon halbwegs durch mit der kleinen City hier. Hallo Hündchen, können wir dich streicheln? Nee. Gut, hier gibt es sonst nichts. Also, dass die Leute hier nicht unbedingt im Luxus gelebt haben, das ist ja schon mal klar. Das sieht man ja schon, allein wie es hier aussieht. Überall ist eigentlich der Schmutz zu finden auf den Straßen. Da hängt so ein alter Container rum, wo der ganze Müll gesammelt wurde. Aber nichtsdestotrotz, das Militär hat hier überhaupt nichts zu suchen und vor allem keine Experimente durchzuführen. Und jetzt haben sie Schiss, dass das Ganze rauskommt und jetzt müssen die eben eliminiert werden. Müssen die außer Gefecht gesetzt werden, die möglicherweise irgendwas dazu sagen könnten. Dieses völlig ungefährliche PG-240, wie wir damals ja von Maria Marquesa gehört haben. Wir waren ja dabei, als wir die Führung mit ihr gemacht haben. In den botanischen Gärten, glaube ich, war das. Da hieß es ja PG-240, völlig ungefährlich, da kann überhaupt nichts passieren. Tja, man sieht ja mal, wo das hinführt. So, nochmal ganz kurz gucken, ob wir da drüben vielleicht was finden können. Wobei das hier schon ein Sperrgebiet ist. Natürlich ist alles hier ein Sperrgebiet, was sich außerhalb der Stadt befindet. Eh klar. So, gucken wir mal. Aber da wird es wohl nichts geben. Da gibt es auch nicht mal mehr irgendwelche Sachen, die angepflanzt sind. Da hat sich wohl schon länger niemand drum gekümmert. Oder es wird sich gerade drum gekümmert und irgendwas Neues angepflanzt. Ich vermute mal, ein Winter wird hier nie hereinbrechen. Also da kann man ja Tag ein, Tag aus irgendwas anpflanzen. Und hier oben ist sogar noch ein bisschen Salat gepflanzt. Na, immerhin. Platz dafür hätten sie ja genug. Also man sieht hier, wenn man sich hier mal umschaut, überall in jeder Richtung eigentlich nur Grünzeug. Also Platz für Anbauten von verschiedenem Obst und Gemüse ist hier definitiv genug. Aber die Soldaten haben sich gedacht, sie probieren lieber mal ein paar Tests mit PG-240, natürlich. So, na gucken wir mal, was die Soldaten da vorne zu sagen haben. Ob die überhaupt was zu sagen haben.
Da waren wir gerade oben schon. Und hier haben wir uns noch nicht so genau umgeschaut, glaube ich. Ein ehemaliger Spielplatz. Auch hier wieder ein bisschen Gemüse. Ein paar Karotten sehe ich da. Ein paar Zwiebeln. Mm. No passe. Oh, ja, der ist anscheinend auch mit PG-42 infiziert. Oder kontaminiert. Gut, dass das die Soldaten noch nicht wissen. Dann müsste der nämlich schon auf der Liste stehen. Für diejenigen, die zur Tankstelle gebracht werden sollten. So, na gucken wir mal. Ich glaube, in der Stadt werden wir sonst nichts mehr rausfinden. Wir müssen einen nach einem Wasserturm Ausschau halten. Um dort irgendeine Halskette zu finden anscheinend. Schauen wir mal. Ganz ruhig. Entschuldigung. Warum waren die jetzt auf einmal so aggressiv? Wir waren ja noch nicht mal im Sperrgebiet drin. Wahrscheinlich, weil wir als Alien hier rumlaufen. Da sind wir jetzt. Und da hinten wäre die Kirche. Gut, Freunde. Ihr könntet theoretisch jetzt auch da hinten hin, wenn ihr wollt. Mina Delgado Espiritu ist hier eine Mine. Die Militärbasis Umaya. Und Maceo selbst, die Hauptstadt. Na, gucken wir mal. Wir bleiben nicht außerhalb des markierten Bereichs. Wir gucken uns erstmal die Kirche da oben an, würde ich sagen. Und das alles schon im Schlammgebiet zu finden. Also dort können auch wir theoretisch kontaminiert werden, wenn wir nicht aufpassen. Aber wir haben ja eigentlich, wenn man hier so mal drauf schaut, in unser Arsenal eine gute Schutzmaske auf. Also uns sollte ja theoretisch nichts passieren können. Hallo, ein Alien spricht mit dir am Fußplatz. Hey. Fußplatz, vor allem am Fußballplatz. Ich bin ja auch doof. Am Fußplatz. Na gut, ich habe keinen Ball gefunden. Ist nur ein Fußplatz. Gibt's keinen Ball hier. So, na gucken wir mal. Dass die Kirche noch steht, grenzt, glaube ich, an ein Wunder. Die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Wenn wir uns ehrlich sind. Na, das da unten könnte auch spannend werden, der kleine Durchgang. Beschädigte Kirche und natürlich hier Soldatenpräsenz. Das ist aber klar, denn wir sind ja hier mitten im Sperrgebiet. Und die einzigen Leute, die wir hier finden sollten, sind die Soldaten. Na, schauen wir mal. Ich wollte es gerade unterdrücken, hat nicht funktioniert. Scheiße. Einmal genossen. Ich habe es genossen, die jetzt hier zu erledigen. Ich versuche das Niesen normalerweise immer zu unterdrücken. Das klappt relativ gut, indem man sich entweder die Nase zuhält oder die Zunge rauf zum Gaumen. Wer sind die denn da? Da sind ja schon wieder welche. Wo kommt die denn jetzt hier? Irgendwo ist noch eine Gestalt von denen. Wir können übrigens hier auch wieder das PG-240 kühlen. Diese Wasserfontänen sind nämlich genau deswegen hier, um eben das PG-240 irgendwie kühlen zu können. So, jetzt haben wir da oben auch wieder Soldaten rumspazieren. Oi. Und da sieht man schon mal die Auswirkungen dieser Schlammlawine. Alles zerstört, die Gräber komplett aus dem Boden gerissen. Die stehen jetzt einfach nur überall herum. Und natürlich auch die Leute verschüttet, die damals hier waren, um ihre Angehörigen zu besuchen, um zu trauern. So, wer um die trauert, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch irgendjemand. Und gerade mal diese paar Gräber hier haben sie überlebt. Denen hat niemand was an Schaden zufügen können. So, gucken wir uns mal ein bisschen um. Finde ich natürlich wieder ein bisschen schade, dass hier an den Gräbern nichts drauf ist. Keine Inschrift, kein Namen, kein Sterbedatum, kein Geburtsdatum, kein Spruch oder irgendwas. Manche Gräber gibt es, ich glaube, wir haben sogar hier im Spiel auch schon welche entdeckt, wo ein bisschen was draufsteht. Aber eben nicht sehr viele. Wir haben schon zahlreiche Friedhöfe besucht, aber nur auf den wenigsten haben wir was gefunden. Und man sieht auch, manche wurden sogar anscheinend schon aus der Erde wieder herausgehoben. Man sieht die Skelette hier und es ist definitiv kein Skelett von irgendjemandem, der da wen besucht hat. Der wäre nämlich noch als Leiche hier wieder da vorne. Wo war er denn? Hier. Aber da wurden anscheinend die kompletten Skelette, die kompletten Überreste von den Toten wieder aus dem Erdboden rausgeholt. Eieieiei. Na, herzlichen Glückwunsch. So, da ist ein Libertad-Pfad, so wie es aussieht, wo wir den nicht brauchen. Den könnten wir dann brauchen, wenn wir zurückgehen müssen. Krass.
Vor allem, wie das hier alles aussieht. Krass. So, wir dürfen nicht vergessen, da unten treibt sich noch einer rum. Aber der hat die Leiche noch nicht gesehen, also von dem her ist alles gut. Kommen wir in die Kirche eigentlich rein? Ich vermute mal eher nicht. Nee, die Türen sind verschlossen, aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was wir da drin finden sollen außer Zerstörung. Da ist bestimmt alles einmal durchräumt worden, alles einmal auf den Kopf gestellt worden. Eieieiei. Und jetzt hätte ich gerne mal hier so ein Vorher-Nachher-Bild, wie das früher mal ausgesehen hat und wie das eben jetzt aussieht. Gut, das sehen wir ja, wie es jetzt aussieht. Aber so als Vergleich, wie das Ganze früher mal ausgesehen hat. Okay, da sind gerade wieder neue gespawnt. Auf die Kirche drauf kommen wir nicht, in die Kirche rein kommen wir nicht. So, dann holen wir uns mal die, würde ich sagen, bevor wir weitergehen. Na, guck mal, sogar mit einem Flammenwerfer bewaffnet. Ganz wichtig hier, dass da noch jemand kommt, der mit einem Flammenwerfer rumspaziert. Das ist unbedingt jemand, den wir brauchen. Na, Glückwunsch. Militär weiß natürlich immer, wie man volksnahe auftritt. So, gucken wir mal, wo wir überhaupt sind. Da ist die Karte. Aha. Ist es ein ziviles Flugzeug? Ich vermute mal eher nicht. So, wir sind hier. Das nächste wäre dann also die Hauptstadt, die große hier. Und dann könnte man nach unten gehen und uns die kleine Stadt anschauen. Na, gucken wir mal. Und man sieht auch hier, Leichen haben sie schon gesehen. Holla, die Waldfee, was war das denn? Ach so, der hat einen Abwurf hier gemacht. Ach so. Was denn, Flammenwerfer? Ja, da war mal einer. Das können wir uns ja gleich mal mitnehmen. Eine Vorratslieferung. Cool. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass wir die hier finden werden, auch in diesen Sondermissionen. Na, sehr lustig. Einfach mal eine Vorratslieferung liegt hier rum. Kann man machen, warum auch nicht. Und da sieht man die Leichen, die geborgen wurden mittlerweile. Es liegen natürlich noch ein paar rum, haben wir ja gerade gesehen. Auch die Kühe, abgemagert bis auf die Knochen. Ja, aber gut, den hat es wahrscheinlich früher auch, ist ja wahrscheinlich früher auch nicht wirklich besser gegangen. Und da wurde anscheinend aus der Kirche noch das gerettet, was zu retten ist. Ein paar Kreuze, ein paar Lämpchen, ein paar Kelche und ein paar Statuen. Ein paar Überbleibsler, noch eine Bank konnte gerettet werden, ein paar Bücher, die noch nicht beschädigt waren. Aber wenn das alles ist aus der gesamten Kirche, die ja riesig ist, wie man sehen kann, dann Halleluja. Kann man, glaube ich, nur sagen. Halleluja. So, wir gehen mal weiter in die Hauptstadt, nach Maceo. Dort, wo ja eigentlich dann... Okay. Verschwinden Sie! Bewegung! Oh, da ist noch jemand. So. Dort, wo ja eigentlich dann die größten Zerstörungen sein sollten. Und das sieht man hier ja auch. Schnell! Weg hier! Ja, schnappt euch eine Waffe und weg mit euch. Was macht ihr denn hier noch? Vor allem, wonach haben die denn hier gesucht? Warum müssen die denn bewacht werden, wenn die da irgendwas ausbuddeln? Haben die hier nach Leichen gesucht oder nach irgendwelchen Überbleibseln oder sowas? Von da ist das alles runtergekommen. Eieieiei. Komplett zerstört. Die komplette Stadt. Komplett hin. Ist schon krass, das zu sehen. Weil man sieht natürlich auch in der realen Welt immer wieder ein paar Umweltkatastrophen, ein paar Schlammlawinen, ein paar generelle Lawinen, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Aber das mal hier im Spiel zu sehen, wie das designt wurde, wie das angestellt wurde, das so hinzubekommen, ist schon krass. Vor allem, während die Kirche da immer irgendwie anschaut, wenn sie gleich auf einen losgehen würde. Wie wenn das hier jeden Moment runterbrechen könnte. Ich meine, das sieht wirklich so aus, als ob uns das jeden Moment entgegenschießen würde. Aber ich glaube, das wird wohl eher dort bleiben. Außer es wurde vielleicht so designt, dass das irgendwann mal runterbricht, wenn wir da mit dem PG-240 angelaufen kommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Und man sieht auf der Minimap noch die letzten Häuser von den letzten übrig gebliebenen Gebäuden, die sich hier befinden. Aber wirklich viele sind das natürlich nicht. Okay, da unten haben wir den nächsten. Achtung. Und wir haben ja auch eine Karte.
Gut, aber wo wir sind, wissen wir ja mittlerweile. Ruta de Evacuación. Da ist die Evakuierungsroute. Da oben geht's hin. Da oben geht's aus dem Sperrgebiet raus, aber von dort kamen wir ja gerade. Dort wollen wir jetzt noch nicht wieder hin. Erst später wieder. So, die nächsten da vorne, die irgendwas ausbuddeln müssen. Aber was ist die Frage? Wonach suchen die da? Ich glaube, das wissen die selber nicht so ganz. So, ich würde mal sagen, wir gehen das hier mal so schneisenartig durch, gucken uns ein paar Häuser hier an, dann gehen wir wieder zurück ins Zentrum, gucken uns dort wieder ein paar Häuser an und gehen dann wieder hier nach unten und gucken uns wieder die nächsten Häuser an. Na, die haben mir ja gerade noch gefehlt. So, ist jetzt eine Ruhe da hinten, hoffentlich. Ich brauche da keine Verstärkung oder sonst irgendeinen Blödsinn, da ganz bestimmt nicht. Knapp. Montana Dura, was ist das denn? Der kleine Ort wahrscheinlich unterhalb. Der steht zumindest noch halbwegs, also da ist der Schlamm anscheinend noch nicht so weit vorgedrungen. Die Bar Montana Dura. Okay. Eine Bar ist das. Na, gucken wir mal, ob hier noch irgendwas rumliegt. Es gibt auf jeden Fall da drüben ein Textdokument, das wir finden können. Da schauen wir gleich mal. Und wir sollen ja weiterhin nach einem großen Wasserturm Ausschau halten. Vielleicht ist es der ja in der Mitte, wobei das eher als Aussichtsturm durchgehen würde. Zumindest meiner Meinung nach. Montana Dura. Mojito 5 Dollar. Warum zahlen die denn hier einen Dollar? Die haben ja hier ihre eigene Währung, ihre Pesos. Warum zahlen die hier einen Dollar? Gut, vielleicht wird die in Pesos und in Dollar bezahlt. Das kann auch sein. Wobei die Umrechnung ja jetzt nicht 1:1 sein dürfte. Also könnte man theoretisch ja die Preise auch ganz gut in zwei Währungen anschreiben. Warum auch nicht? Müsste man halt dann dauerhaft ändern, weil sich die Kurse natürlich unterscheiden. Einmal ist der Dollar dieses und dieses wert, im Gegensatz zum Pesos. Wahrscheinlich viel, viel mehr als der Pesos. Aber nichtsdestotrotz, oder? Der Dollar hat sich mittlerweile in einigen Regionen durchgesetzt als Zahlungsmittel. Und solange er akzeptiert wird, warum nicht? So, was haben wir da? Nachricht mit Waffenkritzeleien. Hey Jungs und Mädels, die Toten reden nicht, aber zahlen können sie noch. Ich habe mal gezählt, was wir heute alles bei den Leichen gefunden haben und mal ehrlich, diese Bauern müssen Steuern hinterzogen haben. Jetzt werden sie mit ihrem hart ergaunerten Geld leider nichts mehr anstellen können. Die Ausbeute ist in der Nähe eines Wasserturms versteckt. Ihr müsst nur unbedingt dafür sorgen, dass auf keinen Fall Zivilisten zurück in die Stadt kommen, um nach Angehörigen zu suchen. Die sind sowieso alle tot. Ich habe das Geld in eine Truhe gepackt, aber ihr wisst ja, wie einfallsreich diese Plünderer sein können. Einfach sofort schießen. Das ist der beste Weg, sie daran zu erinnern, wer hier das Sagen hat. Der Kapitän hat mich auf dem Kieker. Er weiß, dass ich was zu verbergen habe. Kapitän Gallegos ist nicht der Hellste, aber er hat ein gesundes Misstrauen gegenüber Menschen, die klüger sind als er. Jemand muss zum Luftstützpunkt gehen und den Schlüssel von meiner Ablage in den Baracken holen, sagt die Kuhle ein, während ich Gallegos dämliche Geseier noch ein bisschen länger ertrage. Das heißt also, der Schlüssel für die Truhe, die sich beim Wasserturm befindet, ist in den Baracken von dieser Station, von dieser Flugstation. Oh, da gibt's ja noch was. Interessant, offizielle und FND-Spielregeln. Nur zweier Teams, höchstens drei Schwünge pro Wurf und das Team muss Knöchel und Handgelenke anpacken. Wenn ein Werfer aus dem Wurffeld tritt, ist das ein Foul, ein Fehler ist erlaubt. Der Wurf zählt als Foul, wenn nicht der ganze Körper im Feld landet und erforderliche Shots. Getränk darf selbst gewählt werden, kein Bier. Erster Platz ein Shot, zweiter Platz zwei Shots, dritter Platz drei Shots, vierter Platz vier Shots. Bei einem Fehler gibt's ein Shot und bei einem Foul auch vier Shots. Ein Saufspiel. War anscheinend eine FND-Bar dann, so wie es aussieht. Und die zahlen mit Dollar? Gerade die sollten ja ihre nationale Währung stützen, wenn sie so heimatverbunden sind, wie sie immer tun. Hm. Mysteriös. Das wird dann wohl der Pesos-Preis sein. Für die Zigaretten. Na, gucken wir mal. Schauen wir uns hier nochmal ganz kurz um, würde ich sagen. Den Wasserturm zu finden wird wohl nicht so einfach sein. Ich denke mal nicht, dass das irgendwie so ein 100-Meter-Turm sein wird, so ein Hochhaus. Das wohl eher nicht, also da müssen wir doch, glaube ich, ein bisschen Ausschau halten, aber nachdem wir hier ja sowieso alles erkunden wollen, sollten wir diesen Wasserturm demnächst hoffentlich auch irgendwo finden können. Schauen wir mal.
Und wir müssen uns, naja, merken nicht unbedingt, wo diese Wasserdinger stehen, aber wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass wir die selbst diesmal aktivieren müssen. Ich glaube, an der ersten Mission, an der wir teilgenommen haben, wurden die selber aktiviert, die Brunnen und so weiter und so fort. Aber hier müssen wir selber Hand anlegen und das Ding runterkühlen. 1000 Liter passen da rein, da haben wir ja ein bisschen Zeit. Und wir sind mittlerweile da unten angekommen. Na gut, Freunde, dann würde ich sagen, wir wissen auf jeden Fall ein bisschen mehr über das Versteck, wo die Soldaten ihr Zeug gebunkert haben, was sie den Bauern abgenommen haben. Wir wissen auf jeden Fall ein bisschen mehr darüber Bescheid, aber wir wissen noch nicht genau, wo wir suchen müssen. Wir sollen nach einem Wasserturm Ausschau halten. Wir müssen einen Schlüssel holen aus den Baracken vom Flugplatz. Also, da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten, weiten Weg vor uns. Und den Wasserturm, den müssen wir auch erstmal finden. Also, es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun in der nächsten Folge hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Danke dir fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, tschüss!